Life by You sollte als großer Sims-Konkurrent unsere Lieblingssimulation aushebeln. Jetzt ist aber Schluss. Die Gründe fürs Ende und warum das besonders für alle Sims-Spieler traurig ist, gibt es jetzt. In der Vergangenheit hätte ich wirklich nicht damit gerechnet, dass ich das mal sagen werde, aber es hat sich leider ausgelived bei Yood. Der stellvertretende CEO bei Paradox, also dem Entwicklerstudio von Life by You, namens Matthias Liljer, hat nämlich am Montagabend im offiziellen Forum geschrieben, dass Life by You nach einer längeren Entwicklungsphase leider eingestellt wird, und er hat sich auch bei der Community entschuldigt. Man hat dann nach einem internen größeren Meeting festgestellt, dass der Weg, den das Spiel noch bis zur Spielbarkeit gebraucht hätte, einfach zu lang und unsicher war und mehr Zeit sie dann nicht an dieses Ziel herangeführt hätte. Man hat dann auch zugegeben, dass man sich in der Entwicklung ein bisschen in Details verloren hat und nicht das große Ganze im Blick hatte. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich finde diese Entscheidung schon sehr, sehr schade. Ich muss sagen, es hat mich schon sehr überrascht. Einfach aus dem Grund, weil Life by You von so einem großen Studio irgendwie entwickelt wurde, und sie hatten ja auch mit Rod Humble, der bei der Entwicklung von The Sims 2 sehr prominent beteiligt war, ein wirklich bekanntes Gesicht, aber wie man jetzt sieht, das muss wohl in der Spieleentwicklung nichts heißen. Wenn wir jetzt die ganze Situation mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, gab es schon so ein paar kleinere und größere Indizien. Das Spiel wurde ja ungefähr so vor einem Jahr angekündigt und da wurde schon verraten, dass es eine Early Access Phase geben soll. Ja, die sollte ursprünglich im September 2023 stattfinden. Die wurde dann immer wieder insgesamt dreimal verschoben und jetzt als letztes dann auch ohne Ersatztermin, sondern auf unbestimmte Zeit. Das war schon ein bisschen ein komisches Zeichen. Man hatte auch so ein bisschen Gefühl von dem, was sie geteilt haben, dass die Entwickler nicht krass irgendwie weitergekommen sind. Zwischenzeitlich wurde mal die Benutzeroberfläche angepasst. Aber ansonsten waren das jetzt keine tiefgreifenden Geschichten, die da irgendwie noch verbessert wurden. Ich finde, Life by You hatte auf jeden Fall echt tolle Ansätze, muss man sagen. Ich meine, von der Tiefe an Anpassung, die man in Life by You tätigen konnte, können wir in The Sims 4 aktuell irgendwie nur träumen. Es sollte ja scheinbar sogar einen Editor einfach für die Merkmale bei den Sims geben, das klang schon super detailliert. Aber das Spiel hatte schon die ganze Zeit wirklich fundamentale Probleme. Viele haben die Grafik zu Recht kritisiert, die war schon wirklich sehr, sehr, sehr altbacken. Dann gab es teilweise fragwürdige Animationen, die immer wieder in den Trailern negativ aufgefallen sind. Und die Spieleperformance war sogar auf dem offiziellen YouTube-Kanal unterirdisch, das hat man auch sehr stark bemerkt. Ich hatte bei Life by You immer so ein bisschen das Gefühl, dass mit Absicht mit Inhalten geworben wurde, die The Sims 4 einfach nicht hat. Es macht schon Sinn, das zu thematisieren, weil so Dinge wie offene Welt und ein Farbrad für viele natürlich auch ein wichtiges Feature darstellt. Ja, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Entwickler bis auf den Anpassungsgrad irgendwie keine eigenen krassen Features hatten und sonst immer nur so Dinge gezeigt haben, die man auch bei The Sims 4 normal machen konnte. Und was mir auch in den Kommentaren besonders aufgefallen ist, viele von euch waren gar nicht so krass daran interessiert, alles personalisieren zu können. Ja, ich meine, wenn ich mir überlege, es gab einen Editor, mit dem man die Gespräche zwischen den Sims anpassen konnte. Sowas würde ich in meinem Spiel jetzt auch nicht unbedingt anfassen, weil das für mich irgendwie relativ irrelevant klang, dieses Feature. Und das Schlimmste finde ich, es ist ja nicht nur schlimm für die Spieler, die sich auf Life by You gefreut haben, sondern auch für alle Sims-Spieler eigentlich. Weil umso mehr Konkurrenz EA und die Sims haben, desto mehr müssen sich die Entwickler ja auch darauf konzentrieren, dass das Spiel gut ist, damit es mit den anderen Spielen mithalten kann. Ja, und jetzt gibt es einen Kandidaten weniger im Bunde. Klar, die Sims ist ein Riesen-Franchise, aber in der Vergangenheit konnte zum Beispiel auch City Skylines, auch von Paradox, SimCity damals aushebeln. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos zu den Sims und anderen Sims-Konkurrenten verpassen wollt. Was denkt ihr zu dieser Thematik? Trauert ihr Life by You jetzt nach oder seid ihr eher auf The Sims 5 gespannt? Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.